Straße 35, Arndt Polke meldet dort eine Verunreinigung seines Essens. Sie gehen aktuell von einer GEFKV aus. GEFKV steht für gefährliche Körperverletzung. Eine Straftat, mit der die Kölner Beamten leider oft zu tun haben. Ein Rettungssanitäter kümmert sich bereits um die verletzte Ehefrau. Irgendjemand muss sich hier Einlass verschafft haben und da Glas in den Quark reingestreut haben. Anders ist das nicht zu erklären. Haben Sie denn irgendwo Einbruchspuren festgestellt? Nein, eben nicht. Aber wir haben schon eine klare... Hallo, die Pinzette, schön, dass ihr da seid. Ja, du machst das, brauchst eine vernünftige Pinzette? Also, Sie müssen mich deswegen jetzt nicht anschreien. Also, wir können uns normal unterhalten, ja. Also, wir haben eine klare Vermutung auch schon, wer dahinter stecken könnte. Ja, wir gucken uns erstmal, ich gucke mir mal die Tür an und die Terrassentür. Wie kommt man noch hier rein? Wir haben schon alles kontrolliert. Es gibt noch... Dann ist ja on. Da kann ich mir ja die Arbeit sparen, wenn Sie das schon alles kontrolliert haben. Michael, ganz gut. Willst du kurz noch Einbruchspuren gucken an der Tür? Dann... Deswegen war ich gerade, aber wenn er schon geguckt hat, da kann ja nichts sein. Ne? Also der Kollege ist vom Fach, lass ihn bitte. Ah, ja, rein. Ja, na, da ist ja gut. Jetzt mal, du hast sie jetzt hier schon so vorgefunden? So sieht's aus. Ich bin vor 2 Minuten hier angekommen. Die gute Frau hat den ganzen Mund voller Blut. Ich habe jetzt mehr oder weniger alles raus, hoffe ich mal. Es ist nicht ganz bis hinten reingegangen, also die Zunge sind oben kratzer drauf, das ist das, was blutet. Mehr kann ich leider nicht sehen. Also ich würde es auf jeden Fall gleich mit ins Krankenhaus nehmen wollen. Es sind ja relativ viele, viele Splitter. Haben Sie das im ersten Moment gar nicht gemerkt, als Sie den... Was war das, was sie gegessen hat? Joghurt. Den habe ich gestern gemacht. Ja. Also, sie haben den Quark auch selber vorbereitet? Ohne die Glassplitter natürlich. Ja, hier sind auch Splitter drin, wenn ich das so sehe mit einem Blick. Sieht aus, ja. Ich würde auch passen. Ja. Da? Ja. Also wer jetzt hier die Scherben in den Quark gemengt hat, das... kann verschiedenste Gründe haben. Genaue Informationen haben wir noch nicht. Wir haben jetzt keine Einbruchspuren festgestellt. Von daher ein bisschen schwierig. Das Ehepaar verdächtigt die Reinigungskraft. Nicht nur, dass sie die einzige ist, die sonst noch einen Schlüssel besitzt. Die 35-Jährige hätte auch ein Motiv. Die Frau war ein bisschen sauer. Das ist die Frau Kleber, die bei uns putzt seit vielen Jahren. Wir mussten ihr das Gehalt ein bisschen kürzen. Und wir vermuten, dass das so eine Art Revanche ist, so ein Tritt gegen das Schienbein für uns. Kam es denn zu einer Auseinandersetzung, verbal, körperlich, mit der Frau Kleber? Nein, nicht direkt eine Auseinandersetzung. Wir haben schon gemerkt, dass die Stimmung bei ihr ein bisschen im Keller war, indem wir ihr gesagt haben, dass wir weniger zahlen müssen. Warum wollen Sie weniger zahlen? Ja, wir als Hintergrund wissen? Ganz einfach. Gehaltssituation ist, sie arbeitet nicht mehr so, sie ist lange hier. Ich meine, Sie kennen ja die wirtschaftliche Lage insgesamt, da müssen wir halt selber sehen, wo wir bleiben. Wir haben es auch nicht so gut. Aber wie haben Sie mit der Frau Kleber gesprochen, dass sie nicht mehr so gut putzt und ihr aus diesem Grund das Gehalt kürzt? Oder was ist der Hintergrund? Also ich glaube nicht, dass das die Svenja jetzt ist, sondern halt auch eventuell die ganze Situation mit deiner Verspekulation. Das hat doch damit überhaupt nichts. Doch, das hat auch spielt doch hier keine Rolle. Hat eine Menge Geld an Aktien oder auf Aktien gesetzt, irgendwo verloren, hat halt auch noch ein paar Leute da mit investieren lassen, mit seinen Gesetze da und im Endeffekt irgendwo ist in die Wiese gegangen. Entschuldigung, wir müssen uns dann natürlich so ein bisschen an die Fakten halten. Also auch wenn er da beruflich sich verspekuliert hat und da vielleicht auch Menschen ein Motiv haben, ihrem Mann zu schaden, wir müssen uns fragen, wie ist hier jemand ins Haus gekommen? Und wenn wir da wissen, der Einzige, der einen Schlüssel hat, ist halt noch ihre Hausangestellte, dann gerät die natürlich dann als erstes in Verdacht. Also wir haben ja die Information, dass die Einzige, die in das Haus kommen kann mit einem Schlüssel, ohne Einbruchspuren zu hinterlassen, ist die Haushaltshilfe oder die Reinigungskraft. Die hatten Schlüssel und der Lohn in letzter Zeit gekürzt. Da kann es natürlich sein, dass sie so verärgert war, dass sie gesagt hat, so jetzt räche ich mich und packe ihr ein paar Glasscherben in den Quark. Also das ist jetzt erstmal unser erster Verdächtige. Und wir lassen jetzt von der Dienststelle mal prüfen, was da genau los ist. Noch ist unklar, ob das Paar auch bestohlen wurde. Die Beamten wollen sich deshalb im Haus umschauen. Tür, lass mich mal rein zuerst. Ja, natürlich. Ja, ich sehe schon. Ja? Bei der Schmuckschatulle liegt da. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe das nicht. Da war auf jeden Fall jemand drin. Ja, natürlich. Gut. So, tun Sie mir einen Gefallen. Schmuckschatulle. Ja, packen Sie die Schmuckschatulle nicht an. Lass alles weg. Vielleicht können wir noch Fingerabdrücke feststellen. Wenn Sie die jetzt anfassen, dann ist Feierabend. Meine schönen Perlenketten, die Uhr. Ja, der ganze Goldschmuck. So, ich habe mir nicht nur das Badezimmer, sondern auch die anderen Zimmer vorgenommen. Da sieht eigentlich alles recht unbefleckt aus. Ja. Die Dame des Hauses sagte direkt, dass die Schmuckschatulle hier aus der Schublade rausgeholt wurde. Und die ist jetzt geleert. Das heißt, wir bräuchten schon die Karwache mal hier.
Ja. So, also das sind die Griffe, die werden Sie auch angefasst haben. Aber wie gesagt, wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten. Da unten lag die Kette von meiner Oma drin. Ja. Die ganze Goldschmuck, die ich ihr geschenkt habe. Da ist aber sonst... Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ketten. Da ist sonst nichts mehr drin. Sonst nichts hier? Nee, nee, ich glaube, sonst sehe ich erstmal nichts. Klasse, das war das? Was war noch in der Schublade, sonst irgendwo was? Ich habe das nur so ein bisschen versteckt. Hier waren unter den Handtüchern. Ist hier hinten, genau. Ist das hier hinten in Safe oder was ist das hier? Oder haben meine Augen irgendwie Gelenksprobleme? Da, ja, aber da ist sonst nichts Wertvolles mehr drin. Das Wertvollste hatten wir eigentlich in der Schatulle da drin. Das Wertvollste habe ich doch hier fast gefunden. Oh, schönes Foto. Sind Sie das? Ist das mehr als das nur ist meine ein kleiner... Das ist mehr als nur ein kleiner Karnevalsteck, ja, oder? Hallo? Das ist meine Unterwäsche. Was ist das? Welchen Fetisch man hat, ist ja... Entschuldigung, ich habe ein Selfie gemacht. Stopp, ich habe das Bild nicht gemacht. Wo kommt dieses Bild her? Das Kannst ist ein Selfie, erklären? Das wollte ich dir, als du auf der Geschäftsreise warst, wollte ich dir einen kleinen Spaß, habe ich mir erlaubt und wollte dir ein Foto schicken. Das sollte nur ein Witz sein. Deswegen habe ich es ja da liegen lassen, wenn man sich das einfach so liegen lässt. Hat das jetzt was unmittelbar mit diesem Fall zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das war doch nur ein Spaß, den ich mir gemacht habe. Okay, ich wollte den Tag für Sie nicht noch verschlimmern, als er ohnehin schon ist. Ich funke jetzt mal Kabach an, ich fasse ja auch gar nichts weiter dann damit an. Arnold, für die 15:30 Uhr. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Sie hatten gesagt, das war auf Geschäftsreise, ja? Nee, ich bin nicht auf Geschäftsreise, das ist ja hier. Meine Frau war auf Geschäftsreise. Und ich mir Ach, Ihre Frau war auf Geschäftsreise? Den kleinen Spaß erlauben wollen, habe ich ein kleines Selfie mit mir gemacht. Aber ich wollte gerade sagen, wie haben Sie das Selfie denn gemacht? Erzählen Sie mir, haben Sie so ein Luftteil? So eine Drohne, wie Sie das machen, oder was? Ich habe eine Selfie-Stange. Eine Selfie-Stange? Wie halten Sie denn fest? Stopp, du hast keine Selfie-Stange. Der Druck auf den Ehemann wächst. Und der 45-Jährige gibt an, eine Affäre mit der Haushaltshilfe zu haben. Während Stefan Sendera ein Foto des peinlichen Schnappschusses zur Wache schickt, erscheint dort auch schon die zwischenzeitlich einbestellte Verdächtige. Ich müsste erst mal von Ihnen wissen, wo Sie sich im Laufe des Tages heute so aufgehalten haben. Ja, also ich war bei Import-Export Winkler. Ich habe dort einen Zweitjob und habe dort Büros geputzt. Ja, weil mein Arbeitgeber mir meinen Lohn kürzen musste. Und deswegen muss ich da jetzt putzen. Import-Export Winkler? Mhm. Okay. Genau. Wann waren Sie dort? Heute Vormittag, also den ganzen Vormittag eigentlich. Den ganzen Vormittag. Ja, ja. Peter Rothmeier verständigt umgehend seine Kollegen vor Ort. Sollte die 39-Jährige tatsächlich den ganzen Vormittag in der Im- und Exportfirma geputzt haben, hätte sie definitiv ein Alibi für die Tatzeit. Sie verschweigen uns doch irgendwas. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist doch faul. Ja, was soll ich Ihnen verschweigen? Und aus welchem Grund? Ich habe Ihnen das doch schon erklärt. Ich habe Ihnen versucht zu helfen. Er hat mir gesagt, dass die Frau Kleber dahinter steckt, nach unserer Meinung. Und es gibt ja nun auch mittlerweile immer mehr Indizien, die dafür sprechen. Naja, als, der Verdacht fällt natürlich schon so ein bisschen dann auch auf Sie, deswegen sind Sie auf mich? Wir suchen darüber hinaus um auch noch Schmuck der Frau Polke. Und der Herr Polke hat natürlich auch vor Ort eingeräumt gegenüber den Kollegen und auch in Anwesenheit seiner Frau, dass Sie beide ein Verhältnis haben. Was? Das auch? Es wird ja immer besser. Nein, also bitte glauben Sie mir. Ich war heute bei der Arbeit. Dann würde ich der Frau Polke niemals wehtun. Ich habe so ein gutes Verhältnis zu ihr. Die war immer gut zu mir, die Frau. Und wir mit ihrem Mann haben Sie aber das Verhältnis. Seit wann läuft das? Nein, natürlich nicht. Nein. Sie haben kein Verhältnis mit ihm? Nein, ich habe kein Verhältnis mit dem Herrn Polke. Wenn Sie einmal dieses Bild... Das können Sie jetzt nicht so meinen, ja? Ja, das ist das, was die Kollegen vor Ort gefunden haben und der Herr Polke hat eingeräumt, mit Ihnen Verhältnis zu haben. Schauen Sie sich denn mal an. Ja. Nein, auf keinen Fall. Gibt es in Ihrer neuen Firma denn irgendjemand, der bestätigen kann, dass Sie dort gewesen sind? Ja, ja, auf jeden Fall sogar zwei Personen. Der Herr Winkler persönlich, der hat mich gesehen und seine Sekretärin, eine jüngere Frau. Okay. Namen wissen Sie nicht? Nee, die hat sich bei mir nicht vorgestellt. Okay, das müssen wir natürlich insofern einmal überprüfen. Ja, bitte. Und außerdem, wirklich, ich glaube, der Herr Polke hat Dreck am Stecken. Also ich glaube, also wir waren einkaufen. Frau Kleber war hier. Dann muss das auf den Kameras sein. Wir haben doch hier überall Kameras und du hast sie abgeschaltet. Nein, natürlich nicht. Natürlich war das Svenja bei den Kameras. Die haben Überwachungskameras. Ja, klar, genau. Für den Außenbereich, Innenbereich auch oder nur Außenbereich? Außenbereich.
Ja. Aber da müsste man sie eigentlich drauf sehen. Ja, das wäre ja toll, wenn Sie uns da mal zeigen würden. Ja. So die letzte halbe Stunde mal. Oder dreiviertel Stunde. Gehen Sie ruhig mal. Ich möchte das mal. Also pass auf, die hat mir gerade gesagt, die hat auch ganz schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden, ne? Ja. Einen Herrn Winkler. Das 1534 nochmal für Arnold. Das heißt, die ist ja finanziell abgesichert, ne? Ja, Rache. Ja. Ja, 1534 hört. Also wir haben der Frau Kleber das Foto jetzt gezeigt. Sie kennt das Bild auf gar keinen Fall und sagt auch, dass sie keine Affäre mit dem Herrn Volkerhaut hat. Okay, gut. Ja. Ja, das nehmen wir mal so hin, ne? Okay. Was meinen Sie mit Dreck am Stecken? Ich habe ein Telefonat mit angehört. Und ja, der Wortlaut war, dass er, dass ihn seine Frau Petra total nerven würde und dass er sie lieber von der Klippe stoßen würde, als eine Scheidung zu bezahlen. Vor Ort sichten Stefan Sindera und Michael Weber inzwischen die Aufnahmen der Überwachungskamera. Das Kennzeichen des fremden Pkw ist allerdings aufgrund der schlechten Videoqualität nicht zu erkennen. Die IT-Abteilung auf der Wache kann die Bildaufnahmen jedoch verbessern und der Halter ist im Handumdrehen ermittelt. Ist auf einen Herrn Winkler zugelassen, die Kiste. Ach, Winkler, Import-Export Winkler? Richtig. Hm. Habe ich schon gehört. Schau mal hier. Steigt jemand aus dem Fahrzeug? Von der Figur her würde ich sagen, weibliche, ne? Ja. Ist hatte schon. Frau Nein. Kleber sagt, sie ist es nicht. Es ist ja, nein. Sie arbeitet für die Firma. Was ist denn mit der Winkler-Geschichte? Das ist ihr neuer Chef. Oder zumindest ihr Zweitjob, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, mein Zweitjob, aber... Liegt die Vermutung noch nahe, dass auch Sie diejenige hier mit der Skimaske sind? Ja, das kann doch jeder sein. Also, nein, glaube ich. Erstmal schon, ja. Bitte. Kann sogar ich sein, ist richtig. Aber ich habe zum Beispiel nichts mit der Firma Winkler zu tun, im Gegensatz zu Ihnen. Fragen Sie doch bitte den Herrn Winkler oder die Sekretärin. Die haben mich heute dort gesehen. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Das ist aber eine gute Idee. Das mache ich nämlich. Wenn ich sehe, dass ich... Also, ich sehe zu, dass ich jemanden erreiche. Also, Frau Kleber sagte, dass Sie heute den gesamten Vormittag in der Firma von dem Winkler gewesen wäre. Ja. Und dort gereinigt hätte. Das ist auch gesehen worden von der Sekretärin. Genau. Als Alibi berichtete Frau Kleber mir von ihrem neuen Job bei Import-Export Winkler. Und wie der Zufall es so will, das Fahrzeug, was auf diesem Überwachungsvideo festgestellt worden ist, gehört zu eben dieser Firma. Das heißt, dass der Kreis unserer Tatverdächtigen sich schlagartig immens erhöht hat. Und das macht solche Ermittlungsarbeit natürlich unheimlich schwer. Kurz darauf erscheinen der Chef und die Sekretärin der Import-Export-Firma zur Vernehmung auf der Wache. Peter Rothmeier zeigt dem Geschäftsmann das Video der Überwachungskamera und hofft, dass der 40-Jährige die Frau erkennt. Jetzt nehmen wir an, aufgrund der Beweislage und aufgrund der Hintergrundgeschichte, dass sie einen Groll gegenüber der Familie Polke hegt, sich den Firmenwagen von ihnen schnappt, sich vermummt, sich Zutritt zu der Villa verschafft, um da dann diese Straftat zu begehen, über die wir hier reden. Ja, aber die hat ja gar keinen Zugriff. Hat die gar keinen Zugriff? Nein, kann ja nicht. Wie soll das gehen? Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, der Schlüssel lag auf dem Tisch, ich bin gegangen. Meine Frau war zwar noch da, aber die war das auf keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Die fährt mit dem Auto gar nicht. Gut, Frau Kleber, haben Sie noch mal gerade einen Ausweis dabei? Ja, ich habe den Ausweis, aber dürfte ich bitte auf die Toilette? Ja, na klar, dann machen wir das danach. Ja? Zeigen wir das einmal, kommen wir mit. Die Aufregung, das ist mir einfach. Ich hier gegenüber? Ja. Wenn Sie rausgehen aus dem Büro. Oh. Ah! Guten Tag. Sie sind doch die Frau vom Büro Winkler. Sie haben mich heute Vormittag dort gesehen. Könnten Sie bitte dem Beamten sagen, dass Sie mich gesehen haben? Kann sein, ja, dass ich Sie gesehen habe. Das ist die Sekretärin von Herrn. Ja. Haben Sie die Dame gesehen heute? Es kann sein, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ja, aber... Ja, ja, also klares Ja oder Nein wäre super. Ja, ich habe Sie gesehen. Okay, heute Vormittag? Ja. Okay, alles klar, gut. Super, Darmtoilette ist dort. Sagen Sie, wenn Sie mal ganz kurz mitkommen, bitte, ins Büro. Ihr Mann ist ja schon drin, ne? Hat ich gesehen? Ja. Gehen Sie mal doch rein, hier ist noch ein Platz. Hallo. Was mache ich jetzt mit der Frau Winkler hier? Ja, erzähl ich dir. Das würde ich auch mitkommen? Gerne wissen. Frau Winkler, nehmen Sie gerne Platz. Peter, kommst du mal kurz mit? Lass mal hin, Schatz. Ich hätte mit der Frau Kleber drüben gesprochen die ganze Zeit. Und ich neige dazu, ihr zu glauben. Und sie gibt an, dass sie den ganzen Vormittag da in der Firma Import-Export Winkler gewesen ist. Mhm. Und die Frau Winkler hat sie dort auch gesehen in der Firma. Ja.
Was wäre, wenn wir auf dem Video gar nicht die Frau Kleber gesehen haben, sondern die andere Dame? Das nur mal so. Die hat die ganze Zeit ihre Tasche komplett umklammert. Merkwürdigen Eindruck gemacht, als Frau Kleber sie angesprochen hat. Ja. Kannst du mal abchecken. Okay. Mal so als Idee. Ja. Frau Winkler. Ja, bitte. Wo haben Sie sich heute Vormittag aufgehalten? Ich war kurz im Büro von meinem Freund. Freund? Ja. Sind Sie nicht verheiratet? Weil Sie gerade sagten, ja, meine Frau draußen bleiben. Ich sage immer meine Frau, wenn was zu mir gehört. Das sagt er immer. Die widersprüchlichen Angaben machen die junge Frau verdächtig. Außerdem fällt Peter Rothmeier auf, wie nervös die 29-Jährige ist. Es ist auf jeden Fall eine weibliche Fahrerin gewesen, eine weibliche Täterin, da gehen wir von aus. Zwar maskiert, deshalb tappen wir dann auch im Dunkeln. Aber erst werden Sie mir hier als Frau verkauft, dann ist es auf einmal eine persönliche Assistentin. Und zu gutem Schluss weiß kein Schwein, wie lange Sie sich da in der Firma aufgehalten haben. Anscheinend haben Sie einen Tarnumhang oder sind völlig unsichtbar. Ich weiß es nicht. Ich habe definitiv kein Auto gefahren oder sonst irgendwas. Ich habe die Putzfrau gesehen und sonst nix. Und sonst nix? Nein. Tobias Hübner hat längst Lunte gerochen und bittet die Dame um einen Gefallen. Frau, nee, Winkler war jetzt nicht richtig. Wie war Ihr Name nochmal? Behrendt. Behrendt. Frau Behrendt, das ist mir eben im Flur schon aufgefallen, dass Ihre Tasche sehr fest umklammern. Die ganze Zeit. Also als wäre dort ein Schatz von unermesslichem Wert drin, den Sie auf gar keinen Fall verlieren möchten. Ich weiß auch, ich verstehe auch nicht, was los ist. Also ich kenne Ihre Haltung nicht so. Du bist so angespannt, Jasmin. Ja. Was ist denn da? Mach mal. Gar nichts. Warum denn? Hast du Bauchschmerzen? Zeigen Sie doch mal. Bitte schön. Mensch, was ist denn los? Kann doch nicht los. Heimatland. Was ist denn da ohne heute? Ach. Wo haben Sie diesen Schmuck her, Frau Behrendt? Gekauft. In der Tüte? Ja. Wo denn? Am Wochenmarkt? Ja, ist gut. Das ist der Schmuck von dem Arndt. Kannst du mir erklären, was das soll? Ja, natürlich auch. Meine Güte, ich hab keinen Bock, dass du mir den nächsten Typen anschleppst. Hör mal. Meine Güte. Ja, der Arndt, ja, was soll ich dazu sagen? Er hat jetzt schon zweimal sich mit meiner Frau ein bisschen vergnügt. Und da muss man natürlich auch für bezahlen. Ne? Und, aber ist ja ein anderes Thema. Das Thema, das würde mich aber auch interessieren, jetzt, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen ist beim Winkler der Begriff Frau. Ja, ziemlich weit gestreut. In welcher Beziehung stehen Sie jetzt zu der Dame? Das möchte ich mal gerne wissen. Und vor allen Dingen, wie kann man das so locker sehen, wenn die eigene Freundin sich mit irgendeinem anderen Typen vergnügt? Haben Sie ihn etwa erpresst oder wie soll ich das verstehen? Nö, der hat einfach eine Dienstleistung bekommen und hat natürlich dann natürlich einen schönen Tag gehabt. Okay, also Ihre Frau, Freundin, wie auch immer. Prostituiert sich! Frau Behrendt, sind Sie das hier auf dem Überwachungsvideo? Ja, mein Gott. Sind Sie heute Morgen in der Villa von Polkes gewesen und haben Glasscherben in den Quark gemixt? Ja, klar habe ich das gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte. Der sollte bezahlen. Wer hat das Foto hier geschossen? Den Schmuck hat er eben noch für mich mitgenommen. Ja, das war ich. War auch Sie? Ja. Als Stefan Sindera von den neuesten Entwicklungen auf der Wache erfährt, konfrontiert er den 45-Jährigen damit. Die beiden haben mich erpresst. Ich brauchte das Geld, um die zu bezahlen. Wie konnten Sie sie denn erpressen? Womit denn? Die haben mich abgefilmt. Mit solchen Fotos? Unter anderem? Nein, nicht mit solchen Fotos, aber so ähnlich. Ja. Wo? Ja, aber wo abgefilmt? Bei Ihnen oben im Schlafzimmer. Nein, nein, bei der Frau Behrendt zu Hause. Wie viele waren denn da noch? Sag mal. Sie hatten ja ein Verhältnis mit der Frau Behrendt. Das heißt, die hat ihn quasi in eine Falle gestellt, hat sie in ihren Räumlichkeiten abgefilmt und hat das halt als Anlass genommen, damit ihre Frau nichts erfährt, sie zu erpressen. Ist das so richtig? Ja, das war eine ganz miese Nummer, die haben mich reingelegt. Du kannst deine Scheißklamotten packen und verpiss dich, Mann! Ich hab grad so einen Hals für die Scheidung! Die Reinigungskraft wird sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Das erpresserische Paar muss sich vor Gericht verantworten, wobei gegen die 29-Jährige noch zusätzlich eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls gestellt wird.